Herzlich willkommen zu Shin Megami Tensei Lucifer's Call. Weiterhin aus dem Obelisken, wo wir die Morai-Schwestern jagen. Beziehungsweise wir wollen nach oben und wir müssen uns denen stellen. Wir haben schon ein paar von diesen Schalterrätseln hier gemacht und gehen jetzt, waren jetzt speichern und beim, ja, hier gibt es eine Kathedrale der Schatten, die uns gerade aber nicht weiterhilft. Ja, würde ich mal sagen, jetzt gehen wir mal hier lang weiter, wo wir gestern den Aufzug nicht genommen haben. Das Stoma wirkt immer seltener. Der hat nur Eis als Schwäche, aber dafür ist er gegen nichts anderes. Gegen kaum was immun. Also wie man sieht, ich habe nicht gelevelt, denn hier lohnt sich Leveln absolut nicht. Langsam episch. Hier geht es sehr weit nach unten. Man sieht gar nichts mehr. Das zählt auch alles als ein Stockwerk. Kommandant Hikawa ist zu allem bereit, um seine Schöpfung zu verwirklichen. Man kann nie wissen, für ihn ist selbst, vielleicht selbst die Maid nur ein. Ja, Hikawa scheint hier der Antagonist zu sein. Dass Antagonisten nicht die nettesten Charaktere sind, sollte ja bekannt sein. Zählt die Stockwerke immer gleich doppelt. Theoretisch geht man ja davon aus, dass man... Ui! Neue Zwischendecke. Stufe 37, die kenne ich. Willst du nicht mitkommen? Ui, fordern wir den dann ganz schön dreist. Ich hab gar keine Fahrt. Spricht natürlich auch nicht gerade für mich. Hier lang. Hier geht's nicht weiter. Ui, ein Alter, ich glaube es nicht.
Ist alles irgendwie so ein bisschen verteilt über 20.000 Stockwerke. Natürlich alles nicht so ganz praktisch gebaut. Wenn man überlegt, dass hier das Speicherterminal war. Das hätte ich erst gleich gelesen. Hier drunter verstecken Nilo ihre ganzen Reichtümer. Aber niemand, der danach gesucht hat, ist jemals wieder lebend zurückgekommen. Geh nach oben, wenn du zur Maid willst. Hier eine Vierertür und eine Achtertür. Also für die Vier, sage ich mal, nehmen wir mal den hier. Man kann hier jederzeit. Achso, wir können gar nicht runter. Das ist natürlich. Ich dachte, wir können zwischendurch runter. Nee, dann ist doof. Also, dann fangen wir mal an mit einem Zweier-Diamant. So, und jetzt kommen wir hier durch, genau. Schon erwartet. Zu dem Mondzyklus schließt sich jetzt eh keiner an. Kommt, wird die HP-Ausbeute besser. Also sie ist immer noch nicht so gut wie im Tunnel. Nur hier kriegt man halt zuverlässig immer seine 500 HP, während man im Tunnel öfter mal auch zwischendurch ganz viel schlechte Gegner bekommen hat. So Chakra-Tiegel, das ist nice. Als MP für alle oder für einen? Einen, also dann ist es halt immer noch nice, aber nicht so, wie ich mir gehofft hatte. Ja, die 4. So, 3. 4. 5, 6. Also, wir waren auf 12. 7. Ja, das haben wir als 8, 9. Und 10, 11, 12. Rotes Licht hier, aber wir sind ganz tief im Untergeschoss, okay. Sie
jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, weiß ich nicht, dass hier so rot leuchtet, ob das dieses Magazui ist. Also ob das nach unten fließt oder nach oben, das weiß ich gerade gar nicht. So, das scheint dort nach unten zu gehen. Das scheint, als ob das unter uns gelagert wird. Wenn man das denn lagern kann. So. Da unten rauskommen bei dem Ding. Scheint ja noch einige Schätze zu geben. Okay. Oh je, war nicht gut. Mal lieber nicht eröffnet. Dann wird das die Schatzkammer sein, so ein Chakra-Triegel und Medizin ist jetzt nicht so ganz prickelnd. Ein Fernglas, was kann denn das? Zeigt Feind an. Ach, das ist eins von diesen wiederverwendbaren Dingern, das ist ja nice. Gibt es den Digital Devil Sack auch, da kann man dann tot jede Runde zaubern, das ist ein Mamudoran auf alle, jede Runde erneut. Dann Heilung, das Chakra Elixier, das ist eigentlich ganz cool. Irgendwie mag ich das Gebiet hier, kann ich nicht leugnen. So was total leeres, wie so eine alte Ruine oder so ein altes Indianerdenkmal, was man erkundet, kein Mensch da, ganz, ganz cool. Funktioniert da wieder Atemraum gut? Und da ist der Gegner auch schon wieder fertig. Einen von den Sukubu hätte ich eigentlich mitnehmen können. Das wäre gar nicht schlecht gewesen. Ich glaube, Mehrzahl von Sukubu müsste eigentlich Sukubi sein. Na, wie auch immer. Was mache ich denn? Oh, sorry, jetzt habe ich das Mikrofon nicht mehr ausgekriegt. Sorry.
Da schließe ich mir eh nicht ein, den habe ich ja schon. Welchen von denen sollen wir denn jetzt nehmen? Achso, das ist alles einer, okay. Gut. Auch ganz cool. Gucken wir uns mal wieder die Gegend an. Oder auch nicht. Immer weiter zu gehen. Das Never Ending Level Game hier. Oh, nächstes Speicherterminal. Ist aber gut hier. Was hast du denn gegen meinen Charakter? Kriege ich natürlich erst die Temmeln, bevor ich speichern gehe, in dem Moment sterbe ich. Das wäre nicht sehr praktisch. Soma-Tröpfchen, das nehmen wir mit. Das sieht aus wie erneut nur ein kleines Terminal. Die Moiré-Schwestern. Klosso ist die Spinnerin. Was war Lachkesis nochmal? Atropos ist die Unvermeidliche. Eine spinnt den Faden, die letzte schneidet ihn durch. Was war gleich noch in der Mitte? Das ist irgendwie Entstehen, Vergehen und... In der Mitte weiß ich nicht. Eigentlich entstehen, zerstören, wiedergeboren werden. Die Moiré-Schwestern warten auf der Etage über uns. Also jetzt scheint es gleich weiterzugehen. Gucken, ob wir voll geheilt sind. Sind wir. MP haben wir auch genug. Dann fahren wir mal unserem Schicksal entgegen. Jetzt eine 8-Sterne-Tür, rechts eine 4 und links eine 4, okay. Und jetzt geht das runter. Aha, na, hast du herausgefunden, wie das Rätsel zu lösen ist?
Ich bin Klosso, die jüngste der Moiré-Schwestern. Ich werde den Faden deines Lebens aufwickeln. Okay. Also ist die Mammut-Ohr nochmal am Arm, warum möchte ich gar nicht versuchen? Gucken, ob sie die Kaya und die Kunda kann. Hammer, erstens der schlechte Zauber und zweitens hilft der hier nicht viel. So wird sie gar nichts reißen, wenn sie das noch ein paar Mal macht. Karen ist tot. Könnte uns ja die physische den Charmzustand versetzen und dann kommen wir hier gar nicht mehr zum wirklichen Angreifen. Ui, die kann sich ja heilen. So wie man mit dem normalen Angriff mehr Schaden als mit Höllendreher ist. Da läuft ja irgendwas falsch. Okay, das war's. Geheilt sind wir eigentlich ausreichend, ja. So. Aha, hast du mit Kagutsuchi Schritt halten können? Ich bin Atropos, die älteste der Moiré-Schwestern.
Welcher Pech für dich, dass du mir begegnet bist? Ich schneide die Lebensfäden durch. Anders gesagt, dein Schicksal ist besiegelt. Bekannte Strategie. Ihre Statuswerte senken, unsere gleichzeitig erhöhen, damit sie die Kaya und die Kunda brauchen, um das aufzuheben. Sehr schön. Irgendwie kommen die alle nicht so ganz zur Rande. Stimmt, die kann ja mehrmals angreifen. Ein Glück haben wir das aufgehoben. Ahaha. Auch bezwungen. Irgendwo auf die 8 in der Mitte kommen. Oh, das war doof. Sind wir denn jetzt gelandet? Muss dasselbe Puzzle wieder sein? Ich glaube, wir müssen das nicht normal machen jetzt alles. Das wäre sonst ein bisschen... Wäre sonst ein bisschen doof. Und dann mal sehen, ob wir das nochmal machen müssen. Tatsächlich. Das ist ein bisschen nervig, dass wir das jetzt nochmal machen müssen. Aber damit reißt sie gar nichts. Wäre ja cool, wenn sie dagegen nicht immun wäre. Sie würde mal Hammer zaubern, wir würden es kontern. Und sie würde sich damit selbst besiegen. Noch ein bisschen anders vorgehen, sonst machen wir zu wenig Schaden. Okay.
hat das auch nochmal gemacht. Und wir dürfen das Puzzle nicht verlassen, ansonsten. Also wir haben nur einmal Zeit, um das Ganze zu besiegen, bevor wir nach unten fallen. Also müssen wir wahrscheinlich doch die 8 in der Mitte erst machen. Oho, ich werde dich hier nicht vorbeilassen. Ich bin Lachesis, die zweite der Moray-Schwestern. Ich messe die Länge des Lebens. Dein Faden ist gleich zu Ende. Die erste erzeugt den Faden. Die dritte... Die dritte zerschneiden und sie misst die Länge. Das ist ja auch ein bisschen komisch. Das wirkt trotzdem, auch wenn es ein Anti-Magie-Schild da, das ist gut. Ah, das ist nicht gut. Jetzt auch hinter sich. Wahrscheinlich endgültig besiegt sind, sonst hätten wir gegen die anderen nicht auch noch mal kämpfen können. Gut, jetzt haben wir die dritte auch noch. Ich hoffe, das war's dann. Aha, du schon wieder. Gerade schon nicht so berauschestark. Selber nicht mal immun sein gegen den Angriff dieser Auszeit. Das bringt ihr natürlich keine Bonuspunkte ein. Thank you.
sagen, Gebet ist schon echt ein geiler Zauber. Hieß, glaube ich, Salvation in Digital Devil Saga. Also heißt wahrscheinlich auch in jeder anderen englischsprachigen Version. Das war, glaube ich, nix. Oh, gegen Eis immer alle anfällig. Das war's bestimmt. Das war's. Okay, jetzt haben wir es anscheinend gelöst. Gehen wir erstmal speichern. Mal gucken, was haben wir denn hier, um MP aufzufüllen? Chakra Drops. Naja, besser als nichts. Der Zoro kann sich selber heilen. Jetzt ist die Zeit natürlich schon wieder so weit fortgeschritten, dass ich mich gar nicht traue, weiter zu irgendeinem Bosskampf zu gehen. Boah, noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir schon aufhören sollten. Ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt mal die Gegner hier ein bisschen genauer an, machen noch 5 bis 10 Minuten einfach mal intensives Training. Und dann Rama. Und dann schauen wir mal, was uns dann oben erwartet. 4000, 2000, 7000, 10.000. Er lernt Diorama, das ist gut. Er lernt Besänftigen, das ist scheiße. Vielleicht lernt er ja Predigt. Gucken wir einfach mal. Ob es noch Gegner gibt, die wir hier noch gar nicht gesehen haben. Vielleicht schließt sich auch noch jemand an. Wir haben ja noch Platz für einen. Hier zum Beispiel. Besser, dass ich greife hier nur physisch an, um meine MP zu sparen. Bei der Kakuzuchi-Phase schließt es sich mir eh nicht an, ist eigentlich aussichtslos. Ein Gläschen Ehren kann niemand verwenden. Eine gute Traufe nennt mich immer ein Magozui. Magst du Alkohol? Was für eine Verschwendung, das gute Zeug. Du langweilst mich. Okay. Schade. Er scheint auch Alkohol zu mögen, aber scheint es nicht zu gönnen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich anders entschieden. Aber kann man ja vorher nicht wissen. Baphomet. Nur nicht für dich. Die linke absorbiert Feuer. Baphomet ist anfällig gegen Tod. Dann war er anfällig gegen Vertreibung.
einmal physisch immun, aber Schwäche gegen eigentlich jeden Zauber außer Eis, glaube ich. Hatte die ja selber mal. Wenn wir gleich mal sehen. Feuer. Eben Schwäche gegen alles außer Eis. Ja, allmächtig ist keine Schwäche. Allmächtig kann nie eine Schwäche sein. Wollen Sie es aber alle wissen? Trotzdem nur 900, Leute, das ist ein bisschen wenig. Nehmen wir mal ein bisschen Live-Training mit. Vielleicht hätte das andere sogar noch gereicht, was noch oben kommt. In die Folge, aber was soll's. Ich will ja mitkommen. Okay. Selbe Reihenfolge wie vorhin. Damit haben wir vorhin aufgehört. Also scheint das die Schwäche von ihm zu sein. Nur trifft es leider nie. Die würde ich, wenn es drauf ankommt, eigentlich auch mitnehmen. Eieiei. Oh Mann. Gebe ich meine teuersten Dinger eine Perle und die kommen nicht mit. Das ist ärgerlich. Klosser, Lachesis und Atropos hießen die. Yoma Karasu, kenne ich gar nicht. Vielleicht Schwäche Feuer? Sieht aus wie diese Engelfiecher, die Vertreibung zaubern und gegen Tod anfällig sind. Werden wir gleich mal rausfinden. Zumindest sind sie nicht immun gegen Tod. Was ist mit Elektro aus?
Elektro ist denen egal. Das war schlecht. Haben wir Lüfter hier. Fangen Gegner schon an abzuhauen. Ah, den wollte ich eigentlich anwerben. Besänftigen bringen wir nicht bei. Was lernt er als nächstes? Dunkle irgendwas? Könnte dunkles Schwert sein? Weiß ich nicht, wo er es noch stehen könnte. Bringen wir Omega noch schnell ein Level nach oben. Das war hier nicht 3 Folgen lang oder 4 Folgen auf dem Level rumkriebsen. Und dann. Das nächste Mal weiter im Obelisk. Die gleiche Reihenfolge. Man könnte meinen, das ist doch nicht ganz so zufällig, wie es den Anschein erweckt. Ich dachte, der hat Eis als Schwäche, der Baphomet hat er auch nicht. Sehr nice. Oh, Omega. Nicht gut. Jetzt bitte keine Reinforcements, sehr schön. Eine Stufe 2 Magie. Wenn wir die Rama noch nicht beibringen. Erst Media Rama, falls es irgendwann kommt. So, sehr schön. Nein, da wollen wir nicht hin. Ja, sehr doof, wenn wir hier wieder hochlaufen müssten. Gut, da würde ich sagen, war's das für heute. Beim nächsten Mal schauen wir weiter, wie es im Obelisken aussieht und was uns da erwartet, ob wir vielleicht die Carver und die Maid sehen, die angeblich beide da sein sollen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.